So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lufia, Rise of the Sinistrals. Wir gehen jetzt in, wow, in die Stadt Gordovans. Hier sieht es nicht gerade schön aus. Gut, bevor wir loslegen, Kapselmonster, ich habe offline etwas mein Xeri gefüttert und möchte ihm jetzt, ja, praktisch das letzte Item geben, damit es sich entwickelt. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Und? Es wird jetzt zu einem großen Hund, oder? Irgendwie sowas. Okay. Ja. Was? Der will einen Terrorball. Der ist ja krass. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall so ein komisches Vieh. Ein Fluglöwe. Nett anzusehen. Yo. Ja, keine Ahnung. Okay, mal schauen, was hier los ist. Hey du, was ist hier passiert? Diese Unhold zerstört die ganze Stadt. Ich bin froh, dass ich lebe. Er hat sich in den Turm im Westen verzogen. Ich hoffe, er kommt nicht wieder zurück. Mein Gott, er scheint ja erkältet zu sein. Ohne eine richtige Armee können wir wohl nichts gegen den Typ ausrichten. Wer kann es bloß mit dem Zerstörer aufnehmen? Ich bin verzweifelt. Okay, das ist der Heile-Heile-Shop. Das ist der Shop. Kann ich hier was... Schwerter, Schilde, alles ist weg. So kann ich den Laden dicht machen. Okay, schade. Ich müsste eigentlich nach Minias, aber ich habe Angst, dorthin zu gehen. Verständlich. Ich meine, was zum Teufel ist hier passiert? Der muss ja riesig sein. Sind das seine Fußabdrücke? Dieser Zerstörer ist der Inbegriff des Bösen. Mensch. Ja. Geh doch da rein. Ja, arme Leute. Die Stadt ist ziemlich am Boden. Dafür leben. Er wollte offenbar nicht uns zerstören. Doch warum hatte er das getan? Wenn ich das wüsste, ich würde euch gerne helfen. Was haben wir nur getan, dass er alles zerstörte? Er nahm eine Frau mit. Es kam ihr niemand zu Hilfe, da sie nicht von hier ist. Eine Frau? Ich fürchte mich so sehr vor diesen Ich sag immer Höhle, aber das steht ja Hölle. Vor diesen Höllenwesen. Doch wie kann ich dir helfen? Du kannst momentan gar nicht... Ja, wobei speichern ist nicht schlecht. Gut. Mehr gibt es hier nicht und anscheinend müssen wir diesen Typ da verfolgen. Der muss wahrscheinlich hier sein, oder? Westturm Gordovan, Erdgeschoss. Oh, ein süßer... Oh, ein Hund. Ist der süß? Ist der süß? Der ist gar nicht so süß. Der ist... Bäh. Mach den Platz. Mit meinem neuen Xerios geht's jetzt hier richtig ab. Da. Multipine? Okay. Ja, Tier peitscht diesen Ork richtig aus. Okay, Xeri macht den Rest. 47. Und wir haben es geschafft. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Was ist das für ein Cyber-Depp? Erster Angriff! Die sind echt cool, ich weiß auch nicht. Hey, wer seid ihr denn? Wir sind die Orks, Familie Ork. Kind, Papa, andere Familie, Kind und Papa. Hey, du hast mein Kind getötet. Und ich auch. Jetzt, ihr hättet den anderen angreifen. Was? Der hat nur 44? Okay. Okay, und jetzt der finale Schlag von Tia. Zack und weg.
So, wo ist dieser Fiesling? Verschlossen, vermaledeit. Da komme ich nicht weiter. Dann muss ich wohl hier entlang. Was ist das denn? Hey, du, lauf mal auf den Schalter. Bleib stehen, bleib stehen. Nein! Dann gehe ich halt hier durch. Was? Aufzugshalle. Yeah, cool. Okay. Na, komm schon. Nein. Komm. Läuft er jetzt im Kreis? Ah, Moment, Moment. Ja. Bleib da stehen. Okay. Nein, nein, nein. Ich bin doch so doof. Moment. Komm her, Cyber-Football-Spieler. Jetzt komm schon. Jetzt hab dich doch nicht so. Gut. Ach, weil ich mich da bewegen musste. Ja, komm schon. Jetzt mach doch. Okay, jetzt keine falsche Bewegung. Zack. Gut. Okay. Jetzt schalten wir den aus. Erstmal den Königsgoblin. Ist er eigentlich stärker? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die anderen sind stärker. Die Orks. Keine Ahnung, weiß nicht. Naja. Hau rein, Tier. Naja, ist auch egal. Francisca, wir haben eine Francisca bekommen. Okay. Weiter geht es hier. Ah, Moment. Ich möchte jetzt die Chance auch nutzen und, hat er sich umgedreht. Was? Was bist du denn? Ein Kampforg, ich glaube, der ist sehr gefährlich. Den schalte ich als erstes aus. Der hält so einiges aus. Okay, und? Yeah. Du drehst dich um. Yeah. Oh, und schon wieder so... Kampfgoblins, Kampforks. Wie die aussehen, ey. Oh ja, komm, du hättest den Löffel abgeben können. Dann halt nicht. Okay. Wer wird jetzt angegriffen? Okay. Schade. Ja, den könnt ihr ruhig angreifen. Weiter. Ja, super. Prima. Tier. Ich gebe mein Bestes. Tex. Okay, los geht's. Xeri. Ja, flüchtet wieder. Typisch. Ein Jethelm. Ein Jethelm. Ich glaub's ja nicht. Okay, was ist das für ein Rätsel? Tricky. Okay, klappt auch so. Ist das... Was? Okay, ich verstehe, aber wie soll ich da hin? Mal gucken, ob die das von der Theorie auch stimmt. Ach. Ich glaube, es würde schon gehen. Ja.
Ja, blöd, dass ich dieses Teil berühre. Kann ich von hier aus da drauf schießen? Nee, kann ich nicht. Der Stein, der stört, Entschuldigung, wirklich sehr. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal alles von vorne machen. Weil ich den Stein ja, wie gesagt, nach unten geschoben habe. Wobei, nee, es geht nicht. Okay. Nope. Ursprung. Katsching. So, als erstes schieben wir das nach unten. Brauchen wir das? Ich glaube, so ist es schon mal ganz gut. Ja, sieht gut aus. Bäm, bäm, bäm. Ein Skorpion und ein Schalter. Kann ich das irgendwie verschieben? Was macht der Schalter? Hallo? Hallo? Yeah, die Brücke auf der Außenseite ist heruntergefahren. Oh, das wollte ich nicht. Oh yeah. Okay, cool. Da können wir wahrscheinlich nicht rüber. Ich mache jetzt diesen Skorpion platt. Okay, Erstschlag. Antares. Hallo, wir sind die Brüder Antares. Wie geht es euch? Ja, uns geht es gut. Wir sind gerade auf der Suche nach so einem Riesen. Oh. Ja, das kannst du laut sagen. Oh. Ja, wir sind die königlichen Torwächter. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was ich hier erzähle. Auf jeden Fall. Haben wir es auf jeden Fall erstmal geplättet. Wir können weiter. Und raus hier. Okay, das wohl. Das war wohl. Ach, keine Ahnung. War ich hier so ein Schweinchen? Cyberschwein, das sich umgedreht hat? Eine Doberbestie? Und ein Kampf-Cyber-Mobbing-Opfer, das jetzt besiegt ist. Klopf, klopf, hallo? Hallo, ist hier jemand? Ein Skorpion. Was haben wir? Ah, okay. Flash! Du greifst zuerst an. Was ist das? Das ist ein Kummerhummer. Hallo. Ich ritz mich. Alles schlecht, alles mies, alles blöd. Das Leben ist so blöd. Ach komm, geht kacken, ihr blöden Hummer. So besiegt. Boah, was ist das? Ist klar? Oh, 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 oh. Och, keine Ahnung. Ich greife trotzdem von hinten an. Keine Ahnung, aber irgendwie habe ich das schon geschafft. So, ein Schlag und dann bist du weg. Hehe. Ja, greif halt diesen Goblin Hoblin an. Dip. 60 war schon mal nicht schlecht. Geil, wie der immer reinhaut. Hey, warum greift ihr mich an? Hey, warum greift ihr mich an? Ach geil, du Memme. Was denn, Tex? Du hast doch genauso gejammert. Boah, boah, der Xeri, der kann ja richtig reinhauen. Gut, was machen wir jetzt? Oh, da, guck mal. Hä? Hä? Egal. Was ist da unten? Heile, 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 heile. Yeah, cool. Ein Ausguck. Yo. Das
Zack. Ich greife zuerst an. So, machen wir erstmal unser Orki-Porki kaputt. Perfekt. Und jetzt dieses Kampf-Dingsbums. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. So, was machen wir denn hier? Geschlossen. Toll. Wow. Was für ein Rätsel. Hä? Was ist das denn? In dem Moment, da stand's ja. Ups. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe. Ja klar, hier komme ich weiter. Ich glaube, ich muss da drauf, auf das Element. Hä? Aber gerade eben hat es doch geklappt. Oder aber ich muss jetzt diesen Schalter betätigen. Ja, okay. Ja, was soll's. Oh, eine Muschel. Was ist das denn? Eine Neptunschale. Erstmal die komischen Emo-Krebse da besiegen. Die sind da eh nur am Jammern. Und dann plättern wir sie. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Das Ding sah irgendwie komisch aus. Ich weiß auch nicht. Route von Xeri. Was? Okay. Leute, wir machen erstmal einen Cut und in der nächsten Folge werden wir Was ist das denn? Werden wir weiterhin diesen komischen Tempel, Turm, whatever erkunden. Wir sehen uns, macht's gut und bis dann.